Herzlich willkommen, Laura Aikin, auf What's Opera Doc, dem YouTube-Kanal für professionelle Endlich mal, Sängerinnen. haben wir es geschafft. Ja, genau. Wir sind jetzt gerade sehr spontan, wir haben nicht viel Zeit, aber du hast uns versprochen, dass du etwas erzählst. Du bist nämlich, wo, sag uns, wo wir sind. Also gut, wir sind in Hannover und wir machen gemeinsam, wir machen eine Aufnahme von Fledermaus. Und es war nicht so geplant. Und so kamen wir auf die nette Idee, dass jetzt ein What's Opera Doc zu machen über das Einspringen-Kunst. Oh Wie ja, man das du bist ja wirklich Meisterin von Einspringen. Du machst sehr viele Einspringen. Du musst offensichtlich gute Nerven haben. Ich habe sehr gute Nerven irgendwie. Ja. Also ich Macht dir das Spaß? Es macht mir Spaß. Es macht mir sehr viel Spaß. Aber auch dabei ist es etwas in mir, ich mag die Leute zu helfen. Also das Okay. klingt ein bisschen komisch, aber ich mag richtig dieses Gefühl zu haben, ich möchte eine Situation dann sozusagen retten. Ich meine, es ist nicht, es schwebt sich nicht zwischen Leben und Tod, es ist nur ein Konzert und sonst was, aber ich meine, immerhin ist sehr viel Geld investiert in eine Vorstellung und ein Konzert und ich nehme dann sehr gern diese Verantwortung an, wenn ich sage, okay, ich helfe, dass das weitergeht. Und ich lerne sehr schnell und ja, das mache ich meine ganze Karriere. Also das ist einfach. Und ich weiß, wenn das Telefon klingelt und ich sehe, dass es meine Agenturin, das meistens ist ein Einsprung. Weil wenn das ein Angebot ist, das kommt erstmal ganz in Ruhe via E-Mail und so. Ja. Und das ist alles okay. Aber wenn ich sehe ihren Namen, sage ich, na und? Da ist irgendwas los. Und aber ich wollte mal ein bisschen beschreiben, was es passiert, wenn man einspringen muss. Also natürlich ist es besser, wenn man das Stück schon kennt. Aber das ist nicht immer der Fall. Ich habe auch Stücken gelernt, also buchstäblich im Flugzeug Richtung Konzert erstmal die Noten aufblättern. Manchmal muss ich das downloaden, dass ich das erst in ein iPad habe, dass ich überhaupt das lernen kann. Oder im Flughafen dann irgendwie, ach, das kann ich vom Blatt nicht lesen. Also dann irgendwie schnell eine Aufnahme runterladen und dann habe ich Telefon in einem Ohr mit der Aufnahme, gucke ich die Noten gleichzeitig an, weil im Flugzeug kann man eigentlich nicht singen. Und obwohl manchmal habe ich ein bisschen gesummt, dass die Passagiere sich dann ein bisschen sich beschwert haben. Das gibt's auch. Beschwert Ja, haben. die sagen so, also bitte, 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 wir sind hier nicht in der Oper. Weil ich ja gar nicht gemerkt habe, dass ich ein bisschen mit gesummt habe. Das Vielleicht stört zu die laut. Leute. Ja, wenn die wollen ja ihre Ruhe haben. Nein, im Flugzeug. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist alles schön und gut. Aber das erste Sache, wenn das Telefon klingelt. Und das heißt Einsprung. Meine erste Gedanken ist natürlich, was mache ich mit den Kindern? Das ist immer Okay, das ja. Erste. Wie organisiere ich Wie zu alt sind Hause? deine Kinder? Also jetzt sind sie inzwischen ziemlich groß. Also mein Sohn ist 20 und studiert Komposition an der Hans Eisler. Das ist mein Cello. Ich bin sehr stolz auf ihn. Und meine Tochter wird heute 13. Und natürlich, wir müssen noch an ihr denken und wie wir das mit ihr organisieren. Und ich bin alleinstehende Mutter da in Berlin jetzt. Habe viele Freunde dort und so und wir haben ja unser System, aber es lässt sich immer natürlich organisieren. Also wir hatten immer einen Nanny gehabt, als ich in Italien wohnte, aber das haben wir entschieden, als wir nach Berlin gehen, so kein Nanny so mehr zu haben. Wir wollten eher als Familie das durchziehen, also unter uns und versuchen das so zu regeln. Aber es ist immerhin, muss man sich denken. Und zum Beispiel, was haben wir Samstag, ist heute Donnerstag, abends haben mich angerufen. Und zu fragen oder spät nachmittags, ob ich das machen konnte. Und wie gesagt, heute ist Geburtstag von meiner Tochter. Und natürlich ist alles schon geplant heute. Und natürlich muss ich kochen, muss ich Kuchen backen und kommt die Freundin und so. Und mein erster Gedanke war, okay, wie schaffe ich das mit dem Geburtstag? Und da würde ich mir versprochen, dass ich mindestens spätestens abends zu Hause bin, dass mindestens dieser Teil, dass ich das machen kann. Aber meine Tochter steht da und sie liest es vom Gesicht ab. Ist was los? Und dann nur so mit Mund sage ich, ja. Dann sagt sie, okay, wann? Und ich rede die ganze Zeit und dann sage ich, morgen. Und sagt sie, was ist? Sag, nein, 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 ist okay. Ich bin da, ich bin da. Und sagt sie, okay, gut, Mama, Mama. Und so habe ich dann Erlaubnis von meiner Tochter gekriegt. Was wäre, wenn sie dir sagen, also wenn sie einen So Baum eine gute aufstellen würde, Frage. ja? Es ist eine gute Frage, weil natürlich, es gab auch Situationen, wo das eine sehr schwere Entscheidung war. Und da muss ich sagen, ich habe meistens dann für die Arbeit immer entschieden. Meistens, weil das immer so geklappt hat, dass ich nichts so Richtiges verpasst habe. Das waren ein paar schwierige Situationen, wo ich zum Beispiel ein ganz blöder Zufall war, als mein Vater gestorben war.
Ich hatte gerade akzeptiert eine ganz große und schwere Einsprung. Und das war ein Glückaufnahme von Clemenzo di Tito. Und das war auch schwer zu lernen. Und die waren richtig verzweifelt. Und da habe ich gerade mal das zugesagt. Und ich war bei den Planen und sowas. Und die waren glücklich und habe schon einen Tag gelernt. Ich konnte nicht sofort fliegen, weil die Kinder noch kleiner waren. Und dann ist mein Vater gestorben in Amerika. Ich meine, wir wussten, dass er im Sterben war. Und ich habe das schon meiner Familie gesagt. Ich wusste nicht, ob ich das schaffe. Weil die Kinder haben auch neue Schule jetzt kurz angefangen in Berlin. Und so habe ich die Familie gesagt, ja, ich komme nicht. Und die haben das alles verstanden. Es war okay, aber das war schwer. Das heißt, dass diese ganze Produktionszeit, also es war eine Woche, nicht nur war das alles Lernen und Kinder organisieren und alles, war auch noch natürlich die Geschichte, dass das alles zu Hause passierte. Und das habe ich natürlich live miterlebt bei einer Probe. Eine Nichte hat mir getextet. Also, aber ich meine, es ist am Endeffekt, es war okay und ich habe die Aufnahme auch geschafft. Aber deine Familie ist auch sehr verständnisvoll. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Krieg entsteht und dass man dann überhaupt nicht mehr mit dir spricht. Also es gibt auch solche Es war Familien. eine war wütend, eine war wütend, aber sonst war das okay. Aber naja, wir wollten über die Musik sprechen. Aber meine Familie versteht das. Ich meine, ich wohne immerhin in Europa seit 27 Jahren. Ja, und ist deine Familie selbst, hat sie Profimusiker oder ist es? Nein, 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 nein. Ich bin die aber dann ist einzige es viel wirkliche Musikerin Verständnis. der Familie. Ich Ja. meine, ich habe eine Schwester, die arbeitet in einer Kirche. Sie ist Musikdirektorin einer Kirche bei ihr. Und das ist ja schön, dazu sieht das super. Und eine andere wollte Gesang studieren, oder hat Gesang studiert, wollte Sängerin werden und hat sich entschieden für die Familie und ist Musiklehrerin. Ja, Und aber so. gut, das kann man nicht vergleichen mit so einem stressigen Nein, Beruf, den du hast, nicht ja. so. Nee. Ja. Das war eigentlich einer von den Gründen, warum ich glaube, meine Nichte das doch nicht entschieden hat. Die ist mit mir gereist. Sie hat auch ein paar Einsprünge miterlebt. Sie war sozusagen ab und zu mal Nanny für mich. Und da hat sie irgendwann eines Tages gesagt, das wäre für sie dann zu stressig. Die hat lieber ein Ja. bisschen mehr Ruhe in ihr Leben. Aber naja, also was soll das? Mit Einspringerei ist das natürlich, man tut das, um was Gutes zu tun für die Menschen, für die Veranstalter. Und meistens kennt man die Leute schon, aber manchmal ist das eine wildfremde Situation, dass man keiner kennt. Man kommt dann an und weiß nicht mal, wo der Bühneneingang ist. Das war der Fall auch hier. Ich war noch nie hier im Hannover, habe noch nie in Hannover gesungen. Das heißt, ich wusste gar nicht, wohin. Und so müssen sie mich am Bahnhof abholen, dass ich überhaupt den Bühneneingang gefunden habe. Was heißt Bühneneingang beim Radio? Und gestern vor dem Konzert, da muss ich das zum ersten Mal alleine finden und dann bin ich 15 Minuten rumgelaufen. Ich konnte den Eingang gar nicht erkennen. Aber Wie ja. ist das als Einspringerin? Hat man da eine privilegierte Position? Bekommst du mehr Geld als normal oder wie ist Also ich das? glaube nicht, dass das mein kriegt mehr Geld dafür. Also ich glaube wirklich nicht. Also ich glaube, die Gage bleibt dann was der andere hätte bekommen. Die Frage ist, man hofft manchmal, dass das heißt dann andere Engagement. Manchmal passiert das auch, aber nicht immer. Also das ist manchmal, die denken, super, jetzt haben wir sie gehabt, das ist fantastisch und jetzt hat das erstmal erledigt, jetzt hat uns Publikum sie kennengelernt, aber natürlich, das ist dann nicht der beste Situation. Aber ist eben so, was es ist. Und dann wird dann wieder engagiert, die Arme, die vielleicht abgesagt hat. Und dann denkt man, na, also das ist ein bisschen unfair, aber was soll das? Also die sind nicht absichtlich krank auch geworden. Und so ist das eben, ja, der Markt ist, was der Markt ist, und man akzeptiert das und nimmt das nicht zu sehr persönlich. Also eine Interesse, ich sage nicht, welche Theater das war, eine Einsprung war interessant, dass ich bin da eingeflogen. Also das heißt, abends davor erzählt, dass ich was singe, eine Partie, die ich schon kannte, sogar in Produktion, die ich so halbwegs kannte. Und so tagsüber Kostümprobe, lange Probe, es waren zwei Vorstellungen, zwei Besetzungen und die eine Besetzung hätte abgesagt. Und ich sollte den tagsüber probieren und dann abends die Vorstellung wieder angucken und dann am nächsten Tag die Vorstellung singen. Und dann habe ich den ganzen Tag das alles gemacht und kam dann so um 17 Uhr und dann war alles fertig. Und die alle sagen, super, ich gehe mal was zu essen. Ich sage, ja, ich bin dann später zur Vorstellung dort. Und sobald ich außerhalb im Theater war, klingelt das Telefon, mein Manager, und sagt dann, wie geht's dir? Ich sage, ja gut. Und er sagte, Schatze, du singst heute Abend. Du singst heute Abend. Und ich sage, wann ist das wohl entschieden? Ich sagte, ja, heute früh schon, wir haben es dir nicht erzählt. Und also, oder die Kollegen waren nicht so ganz sicher und dann im Laufe des Tages war das klar, dass sie nicht singt. Und das heißt, ich habe den ganzen Tag probiert, ich bin geflogen, Kostümprobe, probiert,
Und dann den Abend dann Vorstellung und dann am nächsten Tag nochmal die Vorstellung. So habe ich zwei Oh Vorstellungen mein Gott. im gleichen Vertrag gerettet. Und diese Opernhaus hat mich nie wieder engagiert. Also Also, ja. also das war nicht das Beste. Aber Also man ho es ist erhofft sich eben schon so. ein Wiederengagement, wenn man sowas Ja, also macht, vor ja. allem sowas. Aber natürlich, in solchen Situationen kann man nicht das Beste geben. Ich war klar, es war eine schwierige Partie, auch man ist ein bisschen müde dann. Aber tja, immerhin, das war der Schicksal der Situation. Und wie gesagt, ich nehme es nicht persönlich. Das war eben, dass die anderen Kollegen dann wieder dann dort gesungen Ja, haben. ja. Und wie ist das, wenn du in eine Oper einspringst? Jetzt machen wir eine konzertante Fledermaus, das ist jetzt nicht so ein Stress vielleicht, weil du auch mit den Noten lesen kannst und so. Aber wenn du jetzt noch die Regie auch noch dazu lernen musst und wenn das ein kompliziertes szenisches Konzept ist, wie gehst du damit um? Ja, es hängt davon ab, ob sie eigentlich entscheiden, ob das lernbar ist. Also Mhm. die im Theater, die können das schon für sich mal schätzen. Und wenn sie sagen, das schafft man, dann lernt man das schnell. Aber oft kommen sie an und sagen, nee, das ist unmöglich, machen wir Regieassistenten, macht die Gänge und ich singe von der Seitebühne. Ja, Aber aber wie beschreib mal, wie das ist für jemanden, der den Theaterbetrieb jetzt nicht kennt. Also wie wirst du eingewiesen in eine Inszenierung und wie genau kannst du das dann umsetzen, wenn du so kurzfristig einspringst? ja, wenn man Glück hat, kriegt man ein Video und da kann man das alleine erstmal studieren und das bringt dann schon sehr viel. Und dann triffst du dort und hast einen Regieassistenten, der das ein bisschen arbeitet und vielleicht kann man Psychologisch ein paar erklärt Kollegen. auch und den Eins tue ich Subtext. immer, wenn ich weiß, dass jemand einspringt, wenn ich höre, ich biete das sofort vor der Vorstellung, mit den Kollegen zu arbeiten. Das war auch der Fall, gerade mal im Fledermaus in Wien ist unser Alfred ausgestiegen kurzfristig und dann haben sie jemand geholt und da habe ich das dann, da bin ich eine Stunde vorher da und habe gesagt, ich bin da, wenn er mich braucht und wir haben dann die Dialog, das ist nicht nur für ihn, das ist für mich auch. Ich mag Damit meine man Ruhe sich auch auf der Bühne haben. an den Ge Ja, Kollegen gewöhnt und so, genau, also ja. das ist einfach besser und ich, ob das 15 Minuten länger Mittagsschläfchen gibt es oder nicht, also das ist viel weniger wichtig als dass man dann mehr Ruhe hat dann in dem Moment und den Leuten auch mal kennenlernt. Also ist ein bisschen für mich, wenn ich einspringe, sehr unbehaglich, dass man die Leuten erstmal überhaupt kennenlernt dann auf der Bühne. Das ist, natürlich ist das komisch. Aber ja, so ist es. Aber was ich am schönsten finde bei einer Einspringerei, ehrlich gesagt, ist die Dankbarkeit, dass man dann schon in dem Moment kriegt. Man ist schon König in dem Moment auf jeden Fall. Ja. Als ich gestern ankam und habe erstmal den Schaudisch abgeliefert, dann war das natürlich dann so, ja, ihr seid zufrieden, bitte, 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 ich auch, ich freue mich Schönes auch. Gefühl, ja. Ja, Das Publikum ist auch schönes. dankbar und so, Ja. ja. Manchmal kriegt das Publikum das ja gar nicht mit, dass es richtig ein Einsprung ist. Die wissen nicht, wie kurzfristig das ist. Die sehen nur einen anderen Namen und die denken, ach, das ist irgendwann mal, hat sich geändert. Die wissen nicht, dass vielleicht nur eine Probe oder gar keine Probe entstanden so richtig sind. Ja. Aber ja, das ist egal. Die sollen sich nicht damit kümmern müssen. Also das ist auch okay. Ja, was hinter den Kulissen für einen Ja, Stress ja, ja, abgeht. ja, ja, Ja. Eine Frage hätte ich noch zu dem anderen Thema, das du kurz angeschnitten hast. Wir hatten in einem der letzten Videos Annette Dasch und Daniel Schmutz, hat die ja. über ihre Elternschaft geredet haben. Die haben noch zwei kleine Kinder. Und sie haben, weil du die Nanny angesprochen hast, sie haben sich lange überlegt, sollen sie eine Nanny in die Familie nehmen oder nicht, weil sie meinen, das ist ein großer Einschnitt doch in die Intimität der Familie. Und wie seid ihr damit umgegangen? Wie hast du das gehandhabt? War das eine Unterstützung oder war das Also eher... ich liebte einen Nanny dabei zu haben, also unterwegs. Also zu Hause war das so gut wie nie nötig. Als ich zu Hause war, ich habe nur eine sehr kurze Zeit gehabt, eine Dame, die bei uns gewohnt hat, als wir zu Hause waren in Italien, so zwischen den Engagements. Sonst habe ich immer jemanden gehabt, dass, als ich in Mailand war, haben die dann frei gehabt und dann habe ich einfach mein normales Leben geführt. Und dann, wenn es war Zeit, dann unterwegs zu sein, dann haben sie auch mit den Koffer eingepackt und sind mitgereist. Und dann unterwegs ist das für mich sehr behaglich, jemanden zu haben. Ich habe eine sogar, mein liebes Sarah, die ein wahnsinnig guter Koch war, Köchin Ah, ist. praktisch. Ich kam von der Vorstellung zu Hause, es war toll. Also die hat immer alles dort gehabt, und Wein kalt und alles am Tisch. Und das war natürlich, da war ich sehr Oh. verwöhnt. Ja, das war super. Und naja, also ich kam mir immer sehr gut zurecht mit einer der Damen, die mich geholfen hat unterwegs. Und war Oft war das es meine leicht zu Schwiegermutter. finden, jemanden, war es leicht, jemanden zu finden, der wirklich in die Familie passt?
Oft war das Familienmitglieder, also meine Schwiegermutter, also vor allem bei Marcello, vor 20 Jahren ist sie sehr viel mitgereist. Wenn die Babys ganz klein waren, war das besser, Familienmitglied zu haben, da war das ein bisschen intimer ist in der Situation. Später dann war das nicht mehr so wahnsinnig nötig, aber nur einmal müssen wir zu irgendeiner aus Not, eine Situation, wo das nicht geklappt hat, müssen wir zum Not zum einen Service. Und meine Schwiegermutter hat jemand gefunden in Italien, ist dann mit ihr gereist zu mir und das war dann unsere liebe Sarah. Und die haben wir dann gehalten 3, 4 Jahre. So, das hat super geklappt. Ah, okay, So ja. manchmal, also wir haben aus Not jemand gesucht und dann eine richtig tolle gefunden. Und so kann man sagen, dass das entweder unter Familie oder unter, weiß man, man sagt, ich kenne jemanden oder was auch immer, oder Service, also es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung. Wie jetzt, als ich hier war, da habe ich einfach meine Freundin, meine liebste Freundin überhaupt auf der Welt. Und ich habe sie angerufen, als ich von Manager aufgelegt habe, habe ich sie angerufen, Dani, kommst du her? Und sagte, ja, das mache ich schon. Und ich sagte, das ist dann super, ich bedanke mich. Und ich sagte, kannst du sogar den Geburtstagskuchen für mich backen, weil ich habe das alles hier. Und ja, da muss ich für die Party auch vorbereiten. Und ich musste auch schnell einkaufen gehen, weil sie dann denkt, oh, habt ihr genug Milch? Haben wir genug Saft? Haben wir genug alles, was das ist? Muss ich kaufen? Und so geht man schnell zum Lebensmittelgeschäft und dann packt man erstmal den Koffer. Ja. Na, Ja, es ist das Leben. alles gut gelaufen. Super. Und jetzt machen wir Korrektion von der von diesem Ja, wir ganzen hatten gestern Essen. Konzert und heute gibt es noch Korrekturen für die CD und deswegen müssen wir jetzt in die Ja. Probe. Also vielen Dank, Laura Deswegen habe Eichel. ich auch so schnell gesprochen. Genau, okay. Danke. Dankeschön. Tschüss.